geht weiter im Programm. Haben wir Comedy-Fans hier? Ja, eigentlich. Wir haben jetzt nämlich ein Comedian für euch. Und Shinji Schneider mit seinem Act. Too much information. Applaus! Servus, ich bin der Shinji Schneider, ich bin Bundeskanzler werden. Ganz ehrlich, ich würde so gerne in dem Outfit mit 20 sitzen. Es freut mich hier zu sein, aufzutreten in meinem aktuellen Programm Too Much Information. Ich möchte am Anfang direkt eine Warnung bringen. Ich sehe im Moment sicherlich notwendig, aber ich habe in dieses Programm ein Mindestalter festgesetzt von FSK 12, weil das Programm so ein bisschen kritischere Themen hat. Donald Trump und sexuelle Belästigung und dergleichen. Und als ich das erste Mal mit dem Programm aufgetreten bin, letztes Jahr, hatte ich in der ersten Reihe ein 9 Jahre altes Mädchen und einen 10 Jahre alten Jungen. Scheiße. Mist. Und ich bin da auf der Bühne rumgeeiert, so wie kann ich diese Thematik so irgendwie jugendgerecht verpacken? Und dann kam ich in meinem Stück zum Thema Deadpool. Und der kleine 10 Jahre alte Junge in der ersten Reihe: Ich hab mein Deadpool-T-Shirt! Cool, geil, ich auch. Ich hoffe, du hast den Film nicht gesehen. Doch! Sein Vater daneben. Und das war so für mich der Moment, wo ich mir gesagt habe: Scheiß drauf! Fuck this shit, I'm out of here, ich zieh's durch, ich mach was ich will, am Ende wird geflucht, am Ende wird nicht mehr zurückgehalten, ich mach was ich will. Und das ist generell mein Jahr, bei dem ich jetzt sage, ich mach was ich will. Ich bin im Moment arbeitsunfähig wegen Burnout. Seit Januar, mein alter Job war zu beschissen, jetzt mach ich das hier. Meine Therapeutin hat gesagt, fahr am Kopf, das tut dir gut, weil das sind normale Leute. Nicht so wie im Büro, das sind normale Leute. Und eben, das ist das, was ich jetzt mache. Und ich mache jetzt seit 13 Jahren Comedy. Und ich finde es lustig, ich werde meistens angekündigt als Anime-Komiker. Was ich deswegen sehr lustig finde, weil ich so ziemlich seit meinem ersten oder dritten Programm nichts mehr über Anime geredet habe. Ich habe über Videospiele gesprochen, ich habe über die Deutsche Bank gelästert, ich habe über Krankenhäuser gelästert. Das Einzige, über das ich nicht mehr wirklich abgelästert habe, war Anime. Und aus dem einfachen Grund, weil ich nicht wusste, welche Animes überhaupt noch aktuell sind. Das ist so ein Problem, ich kenne die meisten aktuellen Anime nicht. Und das, was ich kenne, kennt keine Sau. Mein allererster Anime, den ich damals gesehen habe, ich wusste nicht mal, dass es ein Anime ist, war zum Beispiel Jacket no Mame no Ki. Auf Englisch heißt er Jack and the Beanstalk und auf Deutsch heißt er Tom Crosby und die Mäusebrigade. Ah, da kennt jemand den Film aus den 70er Jahren. Und ihr kennt halt die Geschichte von Jack und der Bodenranke. Mit Jack, der seine Kuh verkauft, dreimal den Boden kriegt, dann der Bodenranke wächst daraus, er klettert sie hoch. Beklaut einen Riesen, klettert runter, tötet einen Riesen. So typischer Märchen, klar. Und der Anime ist mehr oder weniger diese Geschichte. Und ich habe diesen Anime geliebt, der stammt aus den 70er Jahren. Und das Schöne ist, es ist ein Musical. Und wie gesagt, ich habe den als kleines Kind gesehen. Ich war da vielleicht 4, 5 Jahre alt, als ich das erstmal gesehen habe. Und Tom, wie er auf Deutsch heißt, war mein Held. Er war mein Idol. Tom war der Beste, der Coolste, weil er hatte wie ich braune Haare und braune Augen. Das hat für mich damals als Identifikation gereicht. Und er war der Held der Story und das fand ich toll. Und ich habe den Film letztens wieder gesehen, weil man kann ihn komplett ungeschnitten, bei uns kam die geschnittene Version raus, aber man kann ihn ungeschnitten auf YouTube angucken.
wie gerade eingibt. Und es fängt schon damit an, mit einem wunderschönen Lied, und dann kommen wir zur Szene mit der Kuh. Die Kuh Esmeralda, sie kann keine Milch mehr geben. Und interessanterweise in der deutschen Version vom Anime können die Tiere sprechen. In der englischen, der japanischen Version nicht, in der deutschen können sie sprechen. Und die Kuh so immer, und es ist richtig herzerweichend, man sieht, wie er diese Kuh liebt, dass diese Kuh ihm wirklich viel bedeutet, und seine Mutter sagt ihm, sorry, gib keine Milch, musst du verkaufen. Und dann kommen wir zur zweiten Musical-Nummer von dem Stück. Er bringt sie ins Dorf. Und der Song fängt an. Den alten Löwen und der einzigen Zahn, der ist nur zum Lachen. Und eine Kuh, die keine Milch geben kann, kann man nur noch schlachten. Und mit diesem Grinsen. Ja, so ist nun mal das Leben. Es ist traurig für dich. Kannst du keine Milch mehr geben, dann rettet dich nichts. Nichts! Grausam ist die Welt. Sie hat kein Mitleid mit dir. Und wenn sie gefällt, macht sie Hamburger aus dir. Das war so ein Kulturschock, als ich den Anime wieder gesehen habe. Ich saß da, mein Kindheitsheld ist ein Arschloch. Ist ein riesiges, saublödes Arschloch. Und ich empfehle euch den Film, euch wirklich reinzuziehen, weil das ist das Harmloseste von den ganzen Streifen. Später haben wir noch eine Hochzeit auf LSD. In Gottes Namen, Baby, nehmt ihr euch zur Braut. Okay. Und am Schluss ist Tom und Jerry gerade. Seltsam, aber eben, das sind so die Filme, die ich kenne. Ich habe letztens versucht, mich ein bisschen aktueller zu halten bei Animes. Ich habe ein bisschen auf Netflix und so weiter geguckt. Zum Beispiel Ajin. Wer kennt Ajin? Doch mittlerweile ein paar. Für die Leute, die es nicht kennen, Ajin ist so quasi die Geschichte von einem jungen Typen, jungen Burschen, ein Arschloch, der von einem LKW überfahren wird, in alle Einzelteile verteilt wird und merkt, dass er irgendwie noch lebt. So, ja, ist unsterblich, kann nicht sterben. Und danach kämpft er gegen andere Unsterbliche und dann kann ein Geist beschwören, der Leute zerteilt. Es ist so irgendwie Highlander auf Drogen. Guter Anime mehr oder weniger, also hat mir gefallen, aber in der Vergangenheit hatten sie meistens nicht bekannt. Ich habe Assassination Classroom geguckt. Den kennen mehr Leute. Auch hier, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Tentakelmonster, das Schüler unterrichtet. Und es ist kein Hentai. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Wobei wirklich enttäuscht war ich damals, als ich das erste Mal Yuri on Ice geguckt habe. Weil ich habe alle mit an Antwort, Yuri on Ice, Yuri on Ice, Yuri on Ice. Und ich so, wow. Ich habe noch nie so eine riesige Fanbase bei einem lesbischen Anime gesehen, seitdem es Utena gab. Und dann habe ich reingeguckt, da hat es ja gar keine Frauen drin. Also nicht in den Hauptrollen. Der Hauptcharakter heißt Yuri. Fake News. Lügenpresse. Etikettenschwindel. Ich habe, wenn es schon Yuri on Ice heißt, will ich geile Lesben-Action auf Eis. Ich möchte Lesbians on the Rock. Wobei, ich habe das mal gesagt, dann kam direkt ein Kumpel, ja, guck Pretty Rich, das ist genau das. Ich habe es angeguckt, die sind alle zwölf. Aber ihr seht so ein bisschen, was ich meine mit zu viel Auswahl.
Wir haben einfach viel zu viele Möglichkeiten, was wir uns ansehen wollen. Früher, als ich Anime-Fan geworden bin, war es halt so, da musste man sich VHS-Kassetten kaufen, die alle ein, zwei Monate rausgekommen sind. Und wir sind langsam am Punkt, das ist auch ein Punkt, warum ich hier niemanden unter 12 haben möchte, weil die wissen nicht mehr, was VHS-Kassetten sind. Ich habe ein paar von Jungen und da bin ich so langsam am Punkt zu erklären, was ist eine VHS-Kassette. So, VHS-Kassette ist so wie ein Tonband. Das ist Tonband. Das Teil, was Star-Lord im ersten Guardians of the Galaxy benutzt, um Musik zu hören. Für Video. Ja, das, wir mussten damals halt die Videokassetten kaufen und ich weiß noch, ich habe damals Neon Genesis Evangelion gekauft. In der limitierten Collectors VHS Edition. 150 D-Mark, warte, das entsprach glaube ich 1000 Schilling. Ich kenne den Umrechnungskurs immer so ganz, aber ich glaube. 700 Schilling. Ja, 1000. Ja, kommt in 150 mal 7 kommt so. Gott sei Dank, ich habe so 1000 Schilling, für die Leute, die den Schilling noch kennen, für zwei VHS-Kassetten mit insgesamt 6 Episoden. Und wir waren davon überzeugt, dass die Teile in 5 Jahren das 10-fache des Preises bekommen. Die VHS-Kassetten laufen nicht mal mehr. Aber das ist also unsere Möglichkeit, da musst du immer ein, zwei Monate warten, bis quasi die nächste VHS-Kassette rausgekommen ist. Außer die ganz geilen Leute, die hatten keine VHS-Kassette, die hatten Laserdisc. Das war so eine CD oder eine DVD in der Größe einer Schallplatte. Pizza. In der Größe einer Pizza und auf diese DVD passte eine Stunde Filmmaterial. Also eine VHS bis zu 4 Stunden. Eine Laserdisc, eine Stunde. Das heißt, wenn du dir Herr der Ringe reinziehen willst, auf der Laserdisc, dann musst du dann erstmal zum Pizzabäcker runtergehen und ihm seinen Pfannenbäcker klauen. Aber das Schöne war an Laserdisc, du kommst direkt zurückspulen, also du kommst direkt rumsenden, wenn du das wolltest. Sie haben doppelt so lange gedauert, bis sie rausgekommen sind und haben viermal so viel gekostet. Aber man hat ja ein Laserdisc. Das ist so wie die Leute, die alle als Blu-ray-Player haben. Wobei die Displays nützlich. Und das war eben damals, was wir hatten. Heutzutage sind wir verwöhnt. Heutzutage haben wir immer alles sofort. Wir haben eben so viele Animes, die rauskommen, dass wir nicht mehr wissen, was läuft. Wir haben Netflix, wir haben Hulu, wir haben Crunchyroll, wir haben diese ganzen Streaming-Angebote, wo man sofort immer alles sieht. Oder auch dann noch die illegalen Möglichkeiten, sich die alles runterzuladen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind teilweise ein bisschen bei Spaceballs angelangt. Wir gucken den Anime, während sie noch am Zeichnen sind. Und das ist auch so, Microsoft arbeitet zum Beispiel unter anderem, Microsoft Skype an Simultanübersetzungsprogramm, dass man quasi den Anime ansehen könnte und direkt einem ins Ohr übersetzt wird. Ja, technologischer Fortschritt ist super. Wir arbeiten auch, wir entwickeln ja auch intelligente Autos, die selbst fahren können. Wo ich persönlich sagen muss, ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, weil ich glaube nicht, dass es funktioniert. Solange man der künstlichen Intelligenz von einem BMW, Audi oder Mercedes nicht einprogrammieren kann, zu fahren wie ein Arschloch, ist es einfach nicht dasselbe. Ich erwähne nicht, dass ich Autofahren auf einem Mercedes oder einem BMW gelernt habe. Aber generell, das ist auch so ein Punkt, Elon Musk, Tesla. Elon Musk ist der Messias, überall wo man online liest. Elon Musk ist der Messias, er ist der neue Heilbringer. Weil er forscht an künstlicher Intelligenz und er schießt eigene Satelliten ins All. Habt ihr Leute nichts aus James Bond gelernt? Ein Milliardär mit künstlicher Intelligenz, der eigene Satelliten ins All schießt, ist immer der Bösewicht. Unser Heilbringer.
Eben, und heutzutage haben wir die ganzen Online-Streaming-Angebote. Früher hatten wir nur so was Ähnliches wie Offline-Streaming. Also. Video-Verleih? Genau, Video-Verleih. Falls man den noch nimmt, das war so ein Laden, da konnte man reingehen, dann hatte man Wände voll mit VHS-Kassetten. Und die ganz geilen Läden hatten noch Nintendo-Spiele. Und wenn ich nach Anime geguckt habe, bin ich immer da hingegangen. Da gab es dann immer auch noch so einen kleinen abgetrennten Bereich mit einem roten oder schwarzen Vorhang. Der A18-Bereich, wo man ab 16 rein konnte. Mein Video war einfach speziell. Aber das Coole fand ich aber immer, wenn du da hingegangen bist, der Verkäufer hatte alles gesehen, was in diesem verdammten Laden war. Der kannte jeden Scheißfilm in- und auswendig. Ja, auch. Und wenn du irgendwas gefragt hast, dann sagst du, ja, der ist gut, ja, der ist schon, ja, du bist ein bisschen klein. Und der konnte komplett durchgehen. Das exakte Gegenteil dazu ist Mediamarkt. Oder Baden-Mediamarkt. Ich habe damals 1999, also vor 19 Jahren, eine Ausbildung gemacht zum Informatiker und wir sind so gerne in den Mediamarkt gegangen, um nach Wireless-Kabeln zu klappen. Und das Schöne war, wenn du an der Videobank vorbeigelaufen bist, zu den Kinderfilmen. Ja, Sailor Moon, okay, ja, Watership Down. Für die Idee. Happy Tree Friends. La Blue Girl. Ist gezeichnet, ist für Kinder. Ich habe mit 12 für die Idee gesehen. Ich saß da. Ich würde jetzt sagen, schaut es euch an, aber nein. Das erklärt zu viel über meine Psyche. Das finde ich gut, weil früher eben, wenn du dich informieren wolltest, was es an neuen Animes überhaupt gibt, bist du zu deinem Videohändler gegangen oder du hast dir die Animagic gekauft. Nicht Animagic, die Animania gekauft. Ich weiß nicht, ob es in Österreich Magazin gab, ein spezielles Anime-Magazin. In Deutschland und der Schweiz gab es die Animania und sonst nichts. Das war ein Magazin, also sowas in der Homepage, die man ausdruckt, wo die Links nicht funktionieren. Und ich komme aus einem kleinen Dorf, das direkt an Basel gegrenzt hat in der Schweiz. Sprich, wir hatten einen Kiosk. Und da gab es genau 2 Animanias, jeden Monat. Für mich, meinen besten Freund. Und wir saßen jeden Monat gingen wir zu diesem Kiosk, haben unsere Animania gekauft. Und einmal sind wir hingegangen und eine war weg. Später saßen wir mit dem Fernstecher im Gebüsch gegenüber vom Kiosk. Wer hat die gekauft? Wir hätten auch einmal fragen können, aber das wäre intelligent gewesen. Vor allem, weil wir feige wie die Sau waren. Das glaubt man mir nicht, aber ich habe das immer noch so fremde Leute ansprechen. Und deswegen hatten wir damals diesen Otaku-Blick. Wir sind so durch die Straßen gelaufen. Immer mit dieser Suche nach irgendetwas, das japanisch aussieht oder nach Anime aussieht. So, oh, das ist Sailor Moon, das ist Dragon Ball. Oh, das ist asiatische Drache. Oh, das ist aus Japan gekauft. Also, du hattest damals nicht wirklich so groß die Auswahl. Das war noch vor Internet oder vor wirklichem Internet. So 1999, 2000 kam dann so langsam das Einwahlmodem, wo man dann auch sich einloggen konnte ins Internet, wo man alle aus der Familie erstmal aus dem Zimmer geworfen hat, damit die nicht das Telefon benutzen. Und
und hat sich eingebildet. Mit unendlicher Geschwindigkeit von 2 Kilometer pro Sekunde bin ich dann online gegangen, ChatGPT war das für mich und da waren Anime-Fans. Dann gab es andere Leute wie mich. In Berlin, in Nordrhein-Westfalen und in München. Und in Nordrhein-Westfalen. Und in Berlin. Und in Nordrhein-Westfalen. Und in München. Und in Berlin. Und in München. Super, bin ein kleiner Schweizer. Ich habe jahrelang geglaubt, dass es nur in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder München Anime-Fans gibt. Ich habe erst überlegt, dahin zu ziehen. Und dann bin ich in der Schweiz über ein Manga-Forum gestolpert, über ein Anime-Forum gestolpert. Das Manga-Forum CH. Logisch. Wir waren. Und da hatten wir 20 Anime-Fans. 20 Schweizer Anime-Fans. 20 beste Freunde. Selbst wenn man sich nicht ausstehen konnte, sie haben dasselbe Hobby wie ich. Sie mussten meine besten Freunde sein, weil ich hatte keine andere Wahl. Und heutzutage ist es halt ein bisschen anders. Heutzutage haben wir Facebook-Gruppen, in denen man sich informiert. Wir haben generell Facebook-Gruppen, wo man sich vernetzen kann. Wir haben Unmengen von Conventions. Das ist bei meiner ersten Convention, da war die Menschen 2000 was im Fall. Das ist eine Anime-Convention. Heutzutage kennt das jeder. Und ich bin jemand, der sehr gerne über Facebook lästert. Aber Facebook ist nützlich. Facebook hilft dir sehr dabei, eben mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, dich zu informieren, was gerade aktuell läuft. Und vor allem hilft dir Facebook auch dabei, dich zu erinnern, wenn jemand Geburtstag hat. Das ist so für mich immer die wichtigste Funktion. Ich habe letzte Woche den Geburtstag meiner Mutter vergessen, weil sie sich auf Facebook. Ja, da kam so gegen 9 Uhr abends eine SMS von meinem Vater. Gratulierst du deiner Mutter noch? Oh shit! Und es gibt Leute, die regen sich darüber eben auf, von wegen, ja, ohne Facebook erinnern sich die Leute nicht mehr an Geburtstage und überhaupt. Die ändern dann ihren Geburtsdatum auf Facebook, um einem Recht zu geben, um sich das selbst zu beweisen, dass man den Geburtstag vergisst. Und ich sage dann immer, sorry, ich habe 300 Freunde auf Facebook. Seid froh, dass ich überhaupt gerade lebe. Schatz. Nee, aber ich finde die Geburtstagserinnerung ist die wichtigste Funktion von Facebook, allein schon deswegen, weil ich dann wieder weiß, wen ich von meiner Freundesliste werfen will. Das ist typisch Facebook. XY hat Geburtstag. Ah, wer ist das? Fotos anschauen. Das sind irgendwelche Anime-Charaktere. Name anschauen, das ist irgendein Realname. Gemeinsame Freundschaft anzeigen. Wir sind seit 2011 befreundet und wir haben noch nie miteinander gesprochen. Wer bist du? Ein liebes Day und Lösch. Ihr müsst mal auf Facebook gucken, wenn ihr Geburtstag habt, zu eurer Freunde kommt dann. Einen Tag vorher, einen Tag nachher. Und dann geht die Suche los, wer ist der Geier da, dass der mich gelöscht hat. Kennt ihr nicht mal. Aber das Gute ist, nach der Con ist es dann das genaue Gegenteil. Dann haben wir wieder 50 Freundesanfragen von Leuten, die man nicht kennt. Das könnte auch daran liegen, dass ich bei mir, wenn ich von der Con zurückkomme, mich nicht mehr daran erinnere, dass ich überhaupt an der Con war. Ich gehe auf die 40 zu, das passiert. Facebook finde ich einfach toll, aber Facebook finde ich wirklich toll, weil du kriegst so viel Wissen, das du nicht brauchst. Ich könnte dann Facebook generell im Internet eine Atombombe bauen. Ich weiß, wie man ein Akimakura häkelt. Und ich weiß, welche nackten Frauen dem einen Kumpel von mir gefallen. Weil Facebook ist der Meinung, dass das als relevante Informationen XY gefällt dieses Suicide Girl. XY gefällt dieses Playboy Bunny. Okay. Ich frage mich immer, wer liked das? Wer teilt das? Und das Schlimmste, was ich auch schon gesehen habe, ihr kennt diese ab 18 Homepages.
Ich sag nicht mal, ich sag nicht welche genau, aber ihr wisst, welche ich meine. Wo man direkt unter dem Video einen Teilen-Knopf für Twitter und Facebook hat. Wer drückt da drauf? So, ja, ich, ja genau, ich stelle mir nicht mal so, ah, oh, das war geil. Teilen. Deiner Oma gefällt das. Und ich lese das sehr viel über Facebook, jetzt auch wegen dieser Datenschutz, Datenschutzverordnung. Ja. Ich habe meine auch schon geschrieben. Hallo Leute, DVSG. Ihr seid auf Facebook. Mehr muss ich nicht sagen. Und viele Leute sagen, ja, lösch doch deinen Facebook-Account, hör doch einfach auf mit mir. Und mein Problem ist, ich bin Schweizer und 80% meines Freundeskreises leben in Deutschland und Österreich. Facebook ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, mit denen wirklich in Kontakt zu bleiben und zu wissen, was abgeht, weil miteinander sprechen tun wir ja nicht, wir machen alles via Facebook. Und ich habe eine Fanseite. Meine ganzen Auftritte plane ich via Facebook. Ich bleibe mit Facebook, mit den Cons in Verbindung. Ich mache Werbung via Facebook. Ich bin sogar am Punkt angelangt, wo ich Facebook Geld zahle teilweise, damit ich vielleicht 10 Leute erreiche. Auch weil ich zum Beispiel jetzt gerade im Moment wieder ein Crowdfunding mache für meine dritte DVD. Die anderen zwei habe ich unten an meinem Stand. Dann kaufe ich da. Und wenn ich so ein Crowdfunding mache, kommen die Leute dann an den Stand. Oh, du hast eine DVD? Davon wusste ich gar nichts. Ich poste seit Wochen nichts anderes. Aber das ist bei Facebook halt ziemlich relevant. Man versucht halt eine Reichweite zu kriegen. Und das finde ich auch so schlimm. Mittlerweile jeder Cosplayer hat eine Fanseite. Jeder Anime-Charakter hat irgendwie 2 Milliarden Fanseiten. Ich habe mittlerweile so viele Fanseiten quasi bei mir in der Timeline, dass ich alles sehe, außer dass es meine Freunde machen. Und vor allem dann irgendwie diese Sailor Moon-Fanseite, die sich dann plötzlich zu einer Dragon Ball-Fanseite umbenennt, weil das ihnen mehr Likes gibt. Und dann den Namen ändert und wieder posten, ja, wenn ich nicht jede Woche mindestens 50 Kommentare kriege, dann weiß ich nicht, ob es für mich lohnt. Ich komme mir teilweise vor, heutzutage, wenn ich über Facebook gehe, komme ich mir vor wie irgendwo am Hauptbahnhof. Ey, Alter, hast du mal ein Like? Nur eins noch, was machen wir da? Oder dieses Drama. Ich habe mehr Facebook-Fans wie der. Mhm. Als ob Facebook-Fans irgendwas aussagen würden, vor allem weil man sie billig kaufen kann. Und das sage ich nicht nur deswegen, weil ich Komiker bin und deswegen sowieso die Arschkarte gezogen habe. Weil ich habe mich sehr damit beschäftigt, so wie viele Facebook-Likes kann man so sich ansammeln. Und ich bin Komiker, sprich, man muss mich entweder live gesehen haben oder irgendwo auf YouTube ein Programm von mir gesehen haben oder jemand muss einen zu meiner DVD gezogen haben. Und das dauert so 30 bis 60 Minuten, bis man beurteilen kann, ja, der Shinji, der ist, passt schon. Dann kriege ich vielleicht mein Like. Ein Zeichner, nicht ein Zeichner, plötzlich ein Sänger, jemand, der singt, der hat so 5 Minuten lange Videos. Das guckt sich eher mal jemand an. Da kann ich nach 5 Minuten beurteilen, ja, gefällt mir. Zeichner, Fotografen, Cosplayer, das ist ein Foto, das schaue ich mir 5 Sekunden an und dann weiß ich, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn es mir sehr gefällt, dauert es halt je nachdem auch 5 Minuten. Ja. Es ist ein Trick, es funktioniert, weil der Punkt ist, um mehr Leute zu kriegen, musst du ihnen Häppchen geben. Du musst sie anlocken. Das heißt, ich müsste meine Videos eigentlich so hochladen in 2-Minuten-Clips. So immer nur die besten Lacher, ohne Zusammenhang, um mehr Leute reinzuholen. Und Fotografen, Cosplayer, Zeichner, die haben halt andere Zuckerstückchen. Ich mache meine 6 Herz, das ist so, und da ist auch nichts Schlechtes dabei. Ich mache auch immer mal meine Witze drüber, so ein bisschen, hey, kennst du XY? Hey, wer ist denn das? Ja, das ist eine Cosplayerin. Ah, was cosplayt die denn so?
Husten. Naja, sie cosplay Sakura mit Brüsten. Oder Naruto mit Brüsten. Oder ein Pokémon mit Brüsten. Oder Groot mit Brüsten. Ich glaube, das wäre auch so ein Fall, die würde auch eine Burka mit Brüsten cosplayen. Aber der Sehschlitz wäre nicht hier, sondern hier. Aber wenn eine Burka so aussehen würde, dann würde die FPÖ plötzlich aufhören, um zu jammern. Das ist nichts mehr mit, ich will deren Gesicht sehen. Ich will deins nicht sehen. Aber eben. Ich bin ein heftiger Verfechter von jeder soll cosplayen, was er will. Egal nach Geschlecht, wie gut die Qualität ist, Gewicht ist mir alles scheißegal, auch wenn sie ihre Haut zeigen wollen. Alles super. Niemand, der seine Haut zeigt, ist ein schlechterer Mensch deswegen. Und vor allem ist diese Person nicht freiwillig. Und das ist so ein Thema, das vor allem in den USA aufgekommen ist. In den letzten Jahren gab es an den amerikanischen Conventions so diese Schilder, Cosplay is not consent. Also ein Cosplay ist eine Einverständniserklärung oder anders gesagt, bloß weil jemand irgendwie Haut zeigt, darf man sie nicht antatschen. Ist auch bei uns, in Deutschland am Cosplay ein bisschen weg aufgetaucht, wobei da sind die glaube ich schon meistens nicht die Kongänger selbst, sondern die Zuschauer, also die Normalos. Aber es ist ein Punkt, den ich sehr betone, weil ich finde es lustig, dass man das teilweise überhaupt erwähnen muss. Ich dachte bis jetzt immer, in jedem Menschen besteht ein Flussdiagramm. Ein sehr simples. Möchte ich diese Person anfassen? Ja, nein. Nein. Ah, tu es nicht. Ja. Hat mir die Person ihre Erlaubnis gegeben? Ja, nein. Ja, tu es. Nein. Tu es nicht! Das muss man den Leuten erklären. Und ich weiß, in den USA ist es so auch ein bisschen weit gegangen. Sie haben das Cosplay is not consent erweitert durch Deadpool is not consent. Einfach so, ja, gratuliere. Du hast dir für 20, 30 Euro auf eBay ein Ganzkörperkondom im Deadpool-Stil gekauft. Hör auf, ich wie ein Arschstolz bin. Und teilweise habe ich dasselbe auch schon gehört über Harley Quinn Cosplayerinnen. Einfach, aber nicht wegen Grabschen, sondern wegen ihren Holzhämmern. Und dem Hobby, das auf jeden draufzuhauen. Das tut weh. Und nicht nur Leute wie mir mit Schleudertrauma, sondern das tut generell weh. Hör auf damit. Und wenn ich da bei Harley Quinn Cosplayer bin und was sie nicht machen dürfen, ihr dürft auch nicht mehr behaupten, die Beziehung mit Joker wäre romantisch. Der Kerl verprügelt sie, er wirft sie aus dem ersten Fenster, aus dem ersten Stock durchs Fenster dreht er sie raus. Aber es ist so eine romantische Beziehung. Irgendwie fehlt es in meiner Ehe total Romantik. Sorry, aber die Beziehung von Joker und Harley Quinn ist etwa so romantisch wie 50 Shades of Black. Gott, ich hasse diesen Film. Ich hasse das alles. Ich hasse das Buch, ich hasse die Filme. Hasse die Leute, die lesen. Das Feuer des Hasses für diese Serie brennt mit der Kraft von 1000 Sonnen. Einfach weil... Ich fand das so schlimm, letztes Jahr, Oktober, November, war groß die MeToo-Bewegung, wo es generell um sexuelle Belästigung und Missbrauch in einer Beziehung, generell sexuelle Missbrauch ging. Aber keine Sorge, das haben wir im Februar alles vergessen, weil da kam 50 Shades 3 ins Kino. Dieser romantische Film.
Es ist so romantisch, wie er sie entführt und aussieht und in seinem Hotel einsperrt. Oder wie er einen Privatdetektiv anheuert, um herauszufinden, wo sie arbeitet. Oder wie er ihr Handy anzapft. Oder wie er einen GPS-Tracker in ihr Handy einbringt, damit er immer genau weiß, wo sie ist. Mit den Worten, ich werde dich finden. Oh, und ich bin so, ja, ich weiß, es ist romantisch, weil erstens, der Kerl ist reich und zweitens, sieht er gut aus. Und das gut aussehen ist relativ relevant, weil die erste Reihe im Kino sehen wäre nicht feucht, wenn der Film heißen würde 50 Shades of Trump. Ich habe die besten Spielzeuge aus China. Mexiko hat dafür bezahlt. Jedes Mal, wenn ihr 50 Shades, dann denkt ihr jetzt an Trump. Ich zwinge euch das jetzt auf. Ja, aber ganz ehrlich, ich mach mich nicht allzu sehr über Trump lustig, weil es ist zu einfach. Der Kerl ist ein Gottesgeschenk für alle Komiker. Das Problem ist, der Rest muss ihn auch ertragen. Und was ich bei Trump einfach lustig finde, er hat sehr lustige Reaktionen in der Nerd-Szene ausgelöst. Ich gebe zu, ich habe nicht viel Ahnung von Dr. Who. Es ist ein Phantom, das an mir vorbeigelaufen ist. Einfach weil der erste, den ich gesehen habe, war der Ecclestone. Und an seiner Nase konnte ich einfach nicht vorbeischauen. Aber ein paar Dinge weiß ich aus Dr. Who. Erstens, man muss den letzten Menschen ständig feucht halten. Daleks können keine Treppen laufen. Böse Dr. Who-Fans heißen Hooligans. Den habe ich von der Freundin. Ich habe gesagt, der hat weggeklaut. Dieses seltsame Alien, das durch die Zeit reist und Raum reist und jedes Mal, wenn er verreckt, einen neuen Körper kriegt, darf keine Brüste haben. Das weiß ich von Twitter. Okay. Und das Letzte, was ich weiß von Dr. Who ist, nicht blinzeln. Für die Leute, die noch weniger Ahnung von Dr. Who haben als ich, es gibt die sogenannten, bei Dr. Who gibt es die sogenannten Weeping Angels. Das sind Engelstatuen, oder man meint, es wären Engelstatuen, die sich nur bewegen können, wenn man sie nicht anschaut. Das heißt, ein Blinzeln reicht und sie bewegen sich, und zwar in extrem schneller Geschwindigkeit. Und sie sind einige der gefährlichsten Gegner überhaupt. Das ist wirklich creepy as fuck. Und sie bringen einen nicht direkt um, sondern sie teleportieren einen einfach irgendwo in eine andere Zeit. Und ernähren sich von der Energie, die man zurücklässt, weil man nicht mehr da ist. Irgendwie so wurde es mir mal erklärt. Und ich weiß, dass nachdem Trump gewählt wurde, sind Tausende von Dr. Who-Fans auf die Friedhöfe gerannt. Zu irgendwelchen Engelstatuen. Ich blinze, bring mich weg! Keine Ahnung, ob es geklappt hat, ich habe nie wieder was von denen gehört. Aber ja, eben diese ganze Thematik, das ganze Too Much Information, eben auch mit Trump und so weiter. Wir sind wirklich an einem Punkt, wir müssen immer alles sofort wissen. Immer, was hat Trump wieder getwittert, wo haben wir wieder einen Terroranschlag? Terror, Terror! Ja, Terror mit diesem scheiß Terror. Und ich finde das so lächerlich, was da Leute an Angst haben. Teilweise, letztes Jahr habe ich eine Diskussion mitbekommen, ja, meine Mama erlaubt mir nicht zu dieser Con zu fahren, sie hat Angst, dass da ein Terroranschlag passiert. Und wie gesagt, ich habe eine Informatiker-Ausbildung, das heißt, ich bin ein großer Fan von A, logischem Denken, B, Mathematik und C, Statistik. Gut, wir haben in Europa etwa 100.000 Städte mit 10.000 Einwohnern und mehr. In jeder dieser Städte finden täglich etwa 10, 20 Veranstaltungen statt.
Also wir haben jeden Tag etwa 1 Million Veranstaltungen jetzt in Europa. Jeden Tag. Also 7 Millionen pro Woche. Die Chance, dass jetzt genau an dem Tag, wo die Convention stattfindet, in genau diesem Land, in genau dieser Stadt, an genau diesem Ort, an dem man sich genau zu dieser Sekunde aufhält, etwas passiert und man dann zu diesen 5 Opfern gehört. Klein. Wisst ihr, wovor ich am Kopf Angst habe? Vor Auto? Ich bin cool, ich mag Furries. Wenn ich das Geld hätte, schon längst gefürstet. Aber, Autofahrer. Die Autofahrer, die Cosplayerin nachgucken, Öl. Das ist eine reale Gefahr. Und ich finde aber schön, dass die meisten Anime-Fans ähnlich locker drauf sind wie ich, was das anbelangt. Wir hatten letztes Jahr an der Konsumwahl, da ist einer, die Konfil in dem Einkaufszentrum statt, da ist einer vorbeigerannt mit seinem Rucksack, hat ihn in eine Gruppe von Cosplayern mitgeworfen. Und ist weggerannt. Überall sonst hättest du jetzt Massenpanik, hunderte Verletzte, weil sie gegenseitig über den Haufen rennen. Anime-Fans. Jo. Alle bis auf einen. Das war nämlich einer der Ordner. Moment. Findest du das lustig? War es das normal? Warten wir auf die Security. Doch. Dann kam die Security vom Einkaufszentrum, bam, Hausverbot, tschüss. Und ich mag diese Ruhe, weil wir haben, diese Ruhe bräuchten wir viel mehr. Immer wenn irgendwo wieder was passiert, wenn wieder irgendwo eine Schießerei ist oder wenn irgendwo wieder, keine Ahnung, jemand was braucht, wir müssen immer sofort wissen, was los ist. In allen Medien, wir müssen immer gucken, was ist los, was hat Trump getwittert, gibt es einen Live-Ticker dafür. Jeder muss jedes Gerücht sofort rausschauen, wir müssen mehr haben, wir müssen mehr. Wisst ihr, was wir eigentlich brauchen?